So Leute, wir sind wieder zurück am Flughafen auf Gran Canaria. Es geht zurück nach Düsseldorf und so einen geilen Check-in wie heute hatten wir auch noch nicht. Wir sind aus dem Bus gekommen und konnten sofort einchecken. Keiner vor uns, also ohne großartige Wartezeit. Super geil. Und ich hatte ja schon Bedenken, weil auf der Hinfahrt oder auf dem Hinflug hatte ich wie viel Kilo? 24 Kilo und ich musste 60 Euro sofort bezahlen, Übergepäck, für 4 Kilo. Jetzt hatte ich 25 und ich sag euch, ich habe es noch auf dem Hinflug gesagt, interessiert keinen. Die wollte gar kein Geld dafür haben. 25 Kilo so durchgewunken, da sieht man, wie die Flughäfen arbeiten. Ne? Ja, also das geht nicht nur um mit Kohle. Gewicht, dass die Maschine zu schwer werden würde, da geht es nur hier um Costa Quanta. Ja, nur um Kohle, so ist es. Na gut, so. Dann hoffe ich mal, dass der Security-Check gleich auch so reibungslos abläuft. Wir gehen jetzt erst noch mal kurz raus. Ich habe nämlich hier noch eine ganze Tüte voll Clipper, Fräser und Schokodonuts. Die muss ich mir jetzt noch reinziehen und dann geht's ab. Bis gleich. So, und jetzt kommen die ganzen Busse mit den anderen Touristen. Seite. Der Kapitän, mein Name ist Torben Reil. Im Namen meiner gesamten Crew ein recht herzliches Willkommen hier bei uns an Bord auf unserem Weg nach Düsseldorf. Ja, Sie merken, wir sind ein bisschen verspätet. Der Grund dafür, einmal mussten wir das Flugzeug heute Morgen in Düsseldorf enteisen und dann war auch noch relativ viel Verkehr hier auf den Kanarischen Inseln, sodass wir so ein paar Streckchen geflogen sind, die wir eigentlich nicht fliegen wollten. Das hat uns noch mal so 5 bis 10 Minuten gekostet, sehr unangenehm. Aber jetzt sind wir soweit fertig. Ja. Sie sind alle vollzählig, alle an Bord und die Beladung ist abgeschlossen, sodass wir uns dann jetzt recht zügig auf den Weg Richtung Düsseldorf machen. Ich möchte noch ganz kurz meinen Kollegen hier vorne im Cockpit vorstellen. Das ist Herr Thomas Althaus, der den Flug heute durchführen wird. Er gibt Ihnen während des Flugverlaufs dann noch weitere Informationen zur Strecke und zum Wetter in Düsseldorf und vielleicht auch noch ein paar andere interessante Dinge, die ihm so einfallen. Ja. Herr Guy Johnson ist verantwortlich für die Kabine und er freut sich ebenfalls, Sie mit seinem gesamten Team hier bei uns an Bord begrüßen zu können. Liebe Kollegen, liebe Gäste, machen Sie es bequem bei uns an Bord, genießen Sie den Flug.
bisschen abdunkeln. Aber wenn Sie etwas zum Lesen haben, bitte drücken Sie die Leselampe über Ihnen. Dankeschön. Ladies and gentlemen, for landing, I'll be dimming the cabin lights. However, if you have something to read, please press your reading lamps now. It's going to get dark. Sind, dürfen Sie uns am Bord auf dem Mobiltelefon wieder benutzen. Innerhalb von Kong 9 der gesamten Crew-Management-Rezept von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, Sie hatten einen schönen Flug, trotz Verspätung und alles, aber wir wünschen einen sicheren Heimreise heute Abend. Tschüss und auf Wiedersehen. Und fahr vorsichtig, es könnte glatt sein. Ladies and gentlemen, welcome to Düsseldorf. Please stay your seat to Mr. Thomas Parson, that's on the Düsseldorf time that we switch them off. Ladies and gentlemen, take all your personal belongings with you this evening. Checking in the overhead lockers, the seat pockets in front of you and the surrounding areas. But please do be careful when you do open the overhead lockers in case the content should fall out. On behalf of our captain and the whole crew, we'd like to thank you for choosing Condor today. We hope you had a nice flight despite our delay. We must apologize for this. However, I wish you a safe onward journey this evening. Please drive carefully. It could be a bit icy. Thank you and goodbye.